Jo, und herzlich willkommen, hier ist hier der Nico und ja, wie ihr am Titel erkennen könnt, an meiner Überschrift hier oben, mache ich wieder ein neues Unboxing. Und zwar war ich wieder im GameStop gewesen, den geilsten Laden der Welt. Und ja, wie auch bei Medal of Honor hatten sie wieder diese Aktion mit diesem 9,99 €. Also, wenn man da zwei Spiele, die sie in der Liste haben, abgibt, plus 10 Euro aufgerundet, bekommt man dann auch ja, ein Spiel. Und das Spiel, das diesmal dabei war, war hier, ne? Call of Duty Black Ops, mein Must-Have-Titel dieses Jahr. Also das ist mein Must-Have-Titel, also ja, ist halt mein Must-Have-Titel für dieses Jahr gewesen. Vom Nick und vom Sandro wird jetzt wieder hören, das ist doch nicht mein, ne? Naja. Ja, weil es wurscht. Medal of Honor, also neben Medal of Honor war Call of Duty mein Titel, den ich unbedingt haben wollte. Und ich glaube aber, naja, dann mache ich mal die Sonne ab. Ich fand das ein bisschen schlecht, es ist jetzt 20 nach 9 in der Nacht. Ich bin gerade von meiner Mittagsschicht nach Hause gekommen. War heute Morgen noch in Saarbrücken gewesen, also das heißt heute Morgen, also bevor ich zur Arbeit gefahren bin, war ich noch vorbei. Das schon mal hinter mir habe. So, Unbox ist es. Da haben wir noch an der Seite diese Lasche. Da schon mal auf, also das Siegel. Siegel of Darkness von Microsoft und so. So, dann haben wir hier die Innenverkleidung. Ja. Und wir hier die Disk. Ja, okay, was? Aus. So, sieht Disk aus. Ja, schick. Das Ganze ist von Treyarch, also die, wo eigentlich immer die Wii-Version von Call of Duty gemacht haben. Ich glaube auch das 5er gemacht haben, oder? Ich glaube, die haben auch das 5er gemacht. Oh! Coole Sache. Also, erstmal, das finde ich sehr, sehr geil. Haben wir hier, gut, nicht das, die Anleitung. Gucken wir mal, wie sie aussieht. Nicht viel. Drei Seiten und. Man wird es kaum glauben, nur Text. Ja. Keine Bilder, kein gar nichts. Und was ich sehr geil finde, das habe ich jetzt gerade, weil meine Goldmitgliedschaft ist leider abgelaufen. Da muss ich mal jetzt wieder eine 3-Monats-Goldmitgliedschaft, schon mal immer 3 Monate Gold und so. Und da gibt es hier dabei 2 Tage Gold. Das finde ich mal sehr nice. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Da kann ich heute Abend schon etwas abzocken. Sehr geil. Coole Sache. So, wenn ich jetzt hier mal dieses Siegel abmache, mache ich noch ein kleines Announcement. Und zwar 2 Sachen eigentlich. Erstens geht es um meine Let's Plays. Da habe ich ja im Moment noch Lauf Pokémon XD und Pokémon Black. Sache ist jetzt diese. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, das zu machen, weil ich jetzt halt manchmal am Wochenende arbeiten muss. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich nicht mehr so viel Motivation. Aber es gibt auch mal Tage, da habe ich dann noch voll Bock drauf und ja. Also sagen wir es mal so, regelmäßig kommt jetzt kein ein Let's Play Part mehr. Sondern einfach nur so, wenn ich mal Bock habe. Joa. Es gibt zwar, ich habe jetzt zwar nicht so viele Views auf meinen Let's Plays, aber für die treuen Anhänger von mir, die sich das regelmäßig ansehen, danke dafür. Ja. Weiß ja nicht, ob es wirklich Leute gibt, die ja auch wirklich mitverfolgen, aber naja. Ich hoffe doch sehr. So, und dann noch habe ich mir überlegt, habe ja mittlerweile schon so ein paar Abonnenten. Ist zwar jetzt kein Abonnenten-Special, aber so eine Art, habe ich mir gedacht. Und zwar habe ich mal ja, so ein Fragen-Video, also dass vielleicht Leute Fragen an mich haben, auch wenn es nichts, was ist das, wo wohnst du oder hast du Haustiere und sowas halt, ne? Oder wie machst du denn Video? Gibt's ja auch oft. Der Nick und der Sandro, wenn jetzt sagen, was ist das für Uni, der Scheißtrick, ey. Der Pech gehabt. Ja, und boah. Es folgt auch bald noch ein Minecraft-Video von mir, von Alpha, Minecraft Alpha und auch von unserem Server noch ein bisschen was. Ja, das wird dann auch auf KV Minecraft, unser Minecraft-Channel hier auf YouTube, wo wir unser Minecraft-Buildings gedöns und sowas präsentieren. Joa. Das war's soweit.
Also schickt mir eure Fragen an mich, egal was es ist. Warum bist du so hässlich und sowas? Bist du schwul? Es gibt immer so komische Fragen, die es gibt, die vielleicht im Raum stehen, wenn man meine Video oder ob sie meine tolle Visage hier sieht. Schickt mir irgendwie was und wenn ich genug Fragen zusammen habe, mache ich ein Video draus. Einfach das Jux und Tollerei halt, ne? Joa. Also einfach als PM oder, ja, PM, als Personal Nachricht hier YouTube schicken. Nuggets. Ja, ich freue mich auf eure Fragen und ja, an dieser Stelle noch ein Grüße an den Nick und an den Sandro, meine beiden Kollegas, und ja, noch Grüße an Mugi, an den DM Warrior und alle anderen, an Maurice Prime noch. Boah, das fällt mir jetzt keine mehr ein. Das sind treue Abonnenten von mir und ich danke euch, dass ihr meine Videos verfolgt und eure Videos gucke ich natürlich auch sehr gerne. Ja, ja, das war's. Ich schmeiß jetzt Black Ops rein und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.